Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Kit-Serien-Challenge in Skywars. In diesem Video werde ich weiter mit dem Crafter-Kit machen und dieses Kit hat 64 Werkbänke, 32 Ambosse, 64 Sticks, 5 Eisen, 5 Diamanten und 5 Kohle. Und, stimmt, einfach nicht wundern, dass ich jetzt einen anderen Skin habe und einen anderen Namen. Ich spiele gerade von einem Account von einem Freund, weil irgendwie kann ich mich in meinem Account nicht mehr einloggen. Da kommt immer nur so, Passwort ist falsch, Benutzername ist falsch, keine Ahnung, was das wieder ist. Irgendwas buggt da wieder rum bei mir. Aber ich glaube, ich werde das wieder gefixt bekommen. Aber, die heutige Challenge wird sein, dass ich keine einzigen Dias oder Eisen abbauen darf. Also, ich darf eigentlich nur die Sachen, die das Crafter-Kit hat, benutzen und dann halt nur noch die Kisten hier zusätzlich looten. Und ich kann mir die Challenge ein bisschen schwieriger vorstellen, weil ihr wisst ja, ich bin ja ein leidenschaftlicher Dia-Farmer. Deswegen denke ich mal, dass die Challenge ein bisschen schwieriger sein wird. Ich habe halt wieder den größten Mist aller Zeiten. Ach, der geht sofort in die Höhle. Ich werde wieder mal überhaupt nichts hinkriegen. Ich habe auch irgendwie TNT, habe ich. Ich habe auch noch Eisen. Dann mache ich mal hier diese dumme TNT-Taktik. Da, wo ich immer sage, dass das die langweiligste Taktik ist, die man jemals in Skywars machen kann. Aber ich muss sie halt gerade selbst machen, weil ich die Runde gewinnen möchte. Wo ist er denn? Ach, da kommen noch 1000 Silberfische auf den. Dann mache ich nur noch dieses TNT hier. Oh Gott, jetzt ist das da auch noch auf diesen Eisenzäunen gelandet. Was habe ich denn jetzt wieder für ein Glück? Okay, habe ich Wasser? Natürlich nicht. Ich werde jetzt einfach mal hier runterspringen. Und natürlich den MLG nicht schaffen. Wie soll es denn auch anders sein? Okay, ich werde jetzt so heftig sterben. Und der gibt mir natürlich wieder super heftige Hits und der hat noch 1000 Herzen gehabt. Ich bin wirklich der beste Spieler in ganz Skywars. So, nachdem ihr den MLG-Meister des Jahrtausends gesehen habt und auch noch PvP-Meister des Jahrtausends, bin ich jetzt in der nächsten Runde. So, mal gucken, ob ich jetzt mal ein bisschen bessere Rüstung kriegen werde. Also bis jetzt sieht es schon mal halbwegs okay aus. Naja, so heftig ist die jetzt auch wieder nicht, aber besser als sonst. Okay, ich habe jetzt auch schon 5 von diesen Erfahrungsfläschchen. Ich habe 2 Holzschwerter, dann kann ich mir die Schärfe 3 Holzschwert machen. Dann habe ich wenigstens ein ganz okayes Schwert. Dann mache ich mir mal kurz einen Dia-Helm. Und dann kann ich eigentlich auch schon wieder drauf gehen. Ist halt auch irgendwie schon was Positives, wenn man hier nicht die ganze Zeit farmen muss, weil dann kann man eigentlich die ganze Zeit aktiv drauf gehen und hoffen, dass man irgendwelche Leute kriegt, die nicht so gute Sachen haben. Aber dafür muss man erstmal Gegner finden, die keine guten Sachen haben, weil heutzutage ist ja halt wieder das Tank-Kit OP. Und deswegen haben halt wieder relativ viele so eine gute Rüstung. Okay, er ist tot. Und der eine Tank, der sich gerade hier rüber bauen wollte oder so, ich weiß nicht mehr, ob das ein Tank war. Oh, der hat Eier gehabt. Der ist ja gerade einfach ohne Grund runtergeflogen, deswegen bin ich hier kurz für mich alleine und kann mir erstmal hier die ganzen Sachen looten. Okay, der nächste Spieler ist da unten in der Höhle, den seht ihr gerade, wenn ich mal gerade einen Block setze. Huch, oh Gott, ich bin fast runtergeflogen. Dachte gerade schon, hey, warum fliege ich denn, warum bin ich denn jetzt in der Werkbank? Ich habe doch noch Blöcke gehabt, oder nicht? Und tschüss. So, dann habe ich den nächsten Kill. Und... Oder hat er sich mit Enderperle gerettet? Ne, hat er sich nicht. Hey, der nächste Spieler müsste hier irgendwo sein. Aber wo? Ich fress mal einen Goldapfel. Und, oh Gott, jetzt macht er auch noch TNT. Ach, nee. Was macht der denn? Oh, der hat sogar die schlechtesten Sachen. Oh Gott, der hat sich ja weggesprengt. Mann, jetzt kriege ich noch nicht mal den Kill. Und ich habe jetzt einen Goldapfel verfressen. Oh Gott, auf einmal steht der da oben. Gerade eben habe ich da einen Typ gesehen, der hat sich jetzt hier hochgeportet. Wie hat der das Feuer gesetzt? Okay, ich werde so sterben. Was hat der denn für ein Knockback bekommen? Als ob ich den getötet habe. Ja, damit hätte ich jetzt auch wieder mal überhaupt nicht in meinem Leben gerechnet, dass ich den noch kriegen werde.
Aber man darf sich halt nicht zu früh freuen, weil es gibt ja halt noch einen Gegner. Als ob ich den gekriegt habe. Der hat halt am Ende so viel Rückstoß gekriegt, der ist ja 5 Kilometer weggeflogen. Okay, ich hätte gegen den letzten vielleicht eine Chance. Und der hat auch nicht die besten Sachen. Oh. Okay, jetzt darf der nicht nur noch so OP in PvP sein. Oh Gott, jetzt hat der auch noch eine Diabrustplatte. Hä, wo hat der denn jetzt die Diabrustplatte her? Oh, nee. Oh, jetzt baut er sich auch noch so einen Ultra-Safe-Weg. Ja, hab ich ihn. Ja, nein. Oh, jetzt hat er sich da auch noch unten gerettet. Oh, dann gehe ich halt da runter. So, oh Gott, jetzt hat er noch Schnelligkeit. Oh, ich werde so sterben. Ich renne nochmal kurz ein bisschen weg. Das war echt nicht gut von mir gekämpft. Huh. Okay, wie mache ich das jetzt? Jetzt denkt er halt immer noch, dass ich Schneebälle habe, aber ich habe halt keine mehr. Jetzt baut er sich da auch noch hoch. Oh, ich werde so sterben. Hoffentlich habe ich gleich wieder auf einmal so einen extrem heftigen Rückstoß. Hat er jetzt 1000 TNT gesetzt? Ja, hat er. Oh, jetzt habe ich auch noch die Enderperle verworfen. Ich bin so gut. Ja, das TNT hat es jetzt auch wieder heftigst gebracht. Was hat der für Hits? Okay, das nehme ich einfach mal so an. Dankeschön, dass du einfach so geleckt hast. Oh Mann, was war das denn jetzt? Warum hat der einfach so rumgeleckt? Ach, der hat auch einen 300.000er Ping. So, wenn der nicht geleckt hätte, dann hätte ich auf gar keinen Fall gewonnen, aber er hat geleckt. Und wenn es wenn, das müsst ihr euch merken, Leute. Also habe ich die Challenge absolviert und das Kit habe ich auch relativ gut vorgestellt, dass man sich sofort halt am Anfang hier die ganzen Sachen machen kann, wie zum Beispiel halt ein Schwert oder eine Spitzhacke. Ich konnte halt keine Spitzhacke machen, weil ich ja nicht farmen durfte, wegen der Challenge halt. Aber meiner Meinung nach ist das Kit halt auch einer der besten Kits in Skywars, weil, ja, wie gesagt, man kann sich sofort ein gutes Schwert machen und man kann sich sofort eine Eisenspitzhacke machen. Und dann kann man halt sofort Full Dia farmen und das ist ziemlich gut, weil man dann am Anfang schon relativ gute Rüstung hat, während andere halt mit der Tankrüstung noch rumlaufen und jetzt halt nur 8,5 Rüstungspunkte haben. Also denke ich mal, dass es eines der besten Kits ist, aber vielleicht werde ich ja auch noch in der Kids-Serien-Challenge noch ein besseres Kit finden. Mal sehen. Ja, das war's dann jetzt vom Video und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich sehr freuen und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und tschüssi!